Jetzt sind wir gleich länger drin. Ich bin 14. Live. Sind wir jetzt und sind wir gerade in den Zuflauf später und hier sehen wir dann einfach die Bildschirmfreiheit. Also hier muss ich einfach nur hier drücken und dann seid ihr im Bild. Jetzt, wenn Sie jetzt den zweiten Bild sehen, das Zuschauer. Ja. Jetzt haben wir es gleich 30. Bildschirm freigeben, oder? Also jetzt Bildschirm freigeben und dann? Ja, wie schon. Schön, und das Mikro haben wir auch schon. Ja. Okay. Also mal. Können wir auch noch die Wette. Musst aber schnell sein. Also warte mal, also warte mal. So, herzlich willkommen zum zweiten Hangout von Air vom FC Ingolstadt gemeinsam mit Google Chris. Ich bin hier mit Florian Heller, Mittelfeldspieler vom FC Ingolstadt, hoch über dem Audi Sporttag im Regieraum. Wir haben eine tolle Aufgabe im Rasen. So schön, dass du da bist. Ich darf auch die drei Fans begrüßen. Zum ersten Mal haben wir heute Fans mit dabei. Zum einen Julia vom Fanraff. Servus. Servus, grüß euch. Der Thomas. Servus, hallo. Und der Marcel vom Schwarz-Rot. Fanblog, auch im Internet immer ganz aktiv. Servus, Max. Servus. Da ist er. Servus. Flo, heute Raumwetter, muss ich sagen, ich habe vorher schon Rasen gemäht und habe festgestellt, du auch. Ja, richtig. Ja, ich das mal bloß einmal Rennen gehabt und dann am Nachmittag den Rasen zu mähen und ja, das habe ich dann auch gemacht. Jetzt, bevor wir zum FC selber kommen, muss ich dir noch gratulieren, denn ihr habt einen Kabinentipp von der Champions League gestern, Bayern gegen Barcelona, Ergebnisse getippt. Und du warst richtig gelegen. Herzlichen Glückwunsch. Ja, was? Ja, das stimmt. Wir haben gestern nochmal ein Tippspiel abgemacht und ja, es ist dann wie so oft, dass die ganzen Sicherheitstipps, die haben gestern einfach mal versagt und wir haben gedacht, jetzt haust du dann raus und hab dann gleich mal 4-0 getippt. Ja, zum Glück habe ich vorher noch mit dem Rotten und mit Müller telefoniert, dann hat er mich geregelt. Wobei man auch sagen muss, Julia, du warst ja im Stadion gestern. Wie war's denn? Ja, die Klatschpappen waren sehr nervig. Aber ansonsten war es eigentlich ganz nett. 4-0 gegen Barca, Winger, komm mal machen. Klatschpappen beim FC Ingolstadt, glaube ich, gab es ja auch schon mal. Du bist beim Fanrat mit dabei. Man hört immer wieder, gerade von den Fans, so Klatschpappen sind nicht so sehr gewünscht. Warum? Ich weiß nicht, also wenn ihr das gestern im Fernsehen angeschaut habt, vielleicht ist das genauso rübergekommen wie im Stadion. Es ist einfach nervig ohne Ende. Es macht keine coolen Geräusche. Also, das weiß ich nicht, ist einfach nervig. Und die Aktion von Bayern, die abgesagte Club 12-Choreo dann durch so eine Wir-halten-alle-unsere-Drecks-Klatschpappen-Hochaktion zu ersetzen, ja, weiß ich nicht, unter aller Sau. Also war ich dann wieder froh, dass ich FC-Fan bin. Ihr habt ja eine gute Choreo gehabt gegen Regensburg, schöne Aktion auch da am Anfang. Flo, wie empfindet man das, wenn man da reinkommt und die Fans
schwingen die Fahnen, vielleicht auch der ein oder andere Rauch mit dabei. Kriegt man es überhaupt mit auf dem Spielfeld? Ja, ich habe das ja letzte Woche im Interview auch schon ein paar Mal betont gehabt, dass natürlich auch für den Fußball wesentlich angenehmer ist, wenn er volle Kulisse hat und natürlich dann auch dementsprechend der Lärmpegel in die Höhe treibt. Und von dem her war das natürlich für uns, glaube ich, als erste Ausrichtung zur Choreografie abgeliefert worden ist. Also zumindest kann ich mich nicht erinnern, dass schon mal so gewesen ist. Und das natürlich, das verstreicht dann natürlich den schnellen Charakter nicht mehr und das ist natürlich für uns ist das top. Also großes Kompliment von Florian Möller an die aktiven Fans. Thomas, wie ist es bei dir? Warst du letzte Woche in Ringsburg mit dabei? In Ringsburg war ich jetzt leider nicht mit dabei, habe aber natürlich schön auf Sky angeschaut. War ein dürftiges Spiel so ein bisschen, aber was wir erwarten, ging am letzten aber jedes Spiel schwer. Ja, vielleicht hat die Frage an dich, das Spiel auf glitschnassem Rasen, der Ball ist ja nur noch liegen geblieben teilweise. Ja, das macht die ganze Sache natürlich nicht leichter, das ist ganz normal, aber im Grunde war es ja eh schon so, dass wir gewusst haben, was da auf uns zukommt, also dass jetzt Wolfsburg nicht den Top-Rassen in der Liga hat, das war uns klar. Wir haben ja eigentlich dann im Nachhinein betrachtet eh noch Glück gehabt, dass es los war, also das hat die Unebenheiten dann von dem Platz noch ein bisschen weggemacht. Und ja, war es dann im Nachhinein betrachtet, dass es das Letzte, was du bringen hast. Axel, du bist ja auch richtig lang schon dabei, was den FC Ingolstadt betrifft. Bist auch ganz viel auswärts mit dabei, schreibst regelmäßig deinen Blog, auch ab und zu für die Neuburger Rundschau. Wie hast du die Spiele in Regensburg gesehen? Ich habe es leider gar nicht gesehen, weil ich auf einem Seminar war. Ich habe mir aber dann mit einem Kollegen gewettet, dass Ingolstadt gewinnt und bin natürlich dann freudenschreiend mit den Worten Derbysieger, hey, durch das Seminarzentrum gerannt und habe mich natürlich total gefreut. Fand es aber wirklich schade, dass ich nicht mit dabei habe können. Irgendwie haben wir da ein Störgeräusch drauf von der Juli, glaube ich. Von mir? Ja. Ich weiß nicht warum. Ich weiß auch nicht. Aber wir sehen dich. Das ist schön. Jetzt kommt es am Freitag zum Spiel gegen Eintracht Braunschweig. Das ist eine Mannschaft, die mit einem Sieg hier in Ingolstadt aufsteigen kann. So wie wollte ich Ihnen das Spiel vorbereiten? Ja, indem man einfach, ganz jetzt mal ganz klar, damit man Braunschweig zu Hause schlagen kann, das ist ähnlich wie gegen Hertha. Man braucht an dem Tag einfach eine Top-Leistung. Und wenn wir in der Lage sind, eine Top-Leistung auf den Platz zu bringen, dann wird es für Braunschweig, genauso wie es für Berlin, auch schwer war, dass sie hier was mitnehmen. Und am Ende des Tages, glaube ich, darf man dann doch nur darüber entscheiden, wer denn im Stadion was feiert und wer nicht. Und ich glaube, dass der Braunschweig nicht so wenig hat, wie wir uns im Stadion was feiern werden. Wenn wir die Saison bis jetzt ein bisschen rüberpassieren lassen, muss man sagen, klasse Hinterspiel, dann gab es einen Druck. Nur 2 Siege aus 15 Spielen und so seit dem Ahlen-Spiel hat man wieder gemerkt, dass das Spieler ist wieder ein bisschen besser, die Harmonie in der Mannschaft scheint wieder da zu sein. Was waren da die Gründe, dass er da so einen längeren Durchgang gehabt hat? Ja, was die Gründe dafür waren, das weiß ich nicht genau. Ich meine, Fußball ist ein Tagesgeschäft und es wird ganz viel über die Tagesformer geregelt und wir haben halt leider Gottes einen ganz schlechten Lauf gehabt in der Phase. Und haben aber dann durch das, dass wir mit Duisburg den absoluten Höhepunkt, also in unserer schlechtesten Leistung überhaupt gesetzt haben, ist natürlich dann nicht mehr so, dass das dann nach so einem Tiefpunkt wieder bergauf geht. Und, wir haben dann auch die Woche danach gehört, dass wir viele Gespräche führen, dass wir mal rein den Tisch machen. Und das war dann der ausschlaggebende Grund, dass man halt dann eben in Aachen schon mal angefangen hat, wieder einigermaßen Fußball zum Spielen und halt eben auch für den Mannschaftskollegen einfach auch da zum Seiten. Und das haben wir dann auch gegen Berlin, haben wir das dann weitergeführt. Dann auch zum Glück haben wir wieder ein Ergebnis gekriegt, das uns passt. Also mit dem Unentschieden da daheim haben wir ganz gut leben können. Und da haben das Ganze dann natürlich jetzt noch vergoldet durch den Werbesieg in Regensburg. Und so schlecht der Lauf in der ersten Rückrundenhälfte war, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass er vielleicht jetzt mal einen positiven Lauf kriegen, was die nächsten 4 Spiele angeht. Thomas, wie empfindet man das im Fanblock, wenn so Spiele jetzt wie in Duisburg, wenn
wenn es nicht so läuft und man merkt irgendwie, die Mannschaft könnte ja eigentlich, aber irgendwie hat man den Eindruck, es soll das dann jetzt nicht sein, dass es auf die Südtribüne geht. Also ich muss nochmal dazu sagen, also ich bin nicht ein Fanblock, also ich bin auf der Gegengerade, ich bin ein Sitzer. Aber man merkt halt auf der Tribüne auch schon, dass es halt einfach ziemlich unruhig wird ein bisschen, alle vor sich her grummeln, mehr oder weniger, aber man versucht halt trotzdem dann auch von der gegengerade Seite dann aus immer dann trotzdem noch ein bisschen, die Mannschaft dann auch noch ein bisschen zu unterstützen. Juli, bei euch ist das, glaube ich, ähnlich, oder? Ja, man tut halt sein Bestes, aber also es gibt den Haufer, der einfach immer Bock hat und immer singt, aber die anderen sind natürlich schwer zu motivieren, wenn unten auf dem Platz gar nichts geht und man sich die ganze Zeit denkt, Alter, was tust du? Aber wenn es besser läuft, dann geht's wieder besser. In Ringsburg haben wir gesehen, dass dann auf einmal der ganze Gästeblock mitmacht und ja, wird schon. Axel, kurz zu dir mit deinem schwarz-roten Blog. Wo findet man den und welche Gedanken bringst du da immer ein zu den verschiedenen Spielen? Also den Schwarz-Rot-Blog findet man in Facebook, wenn man einfach schwarz-rot eingibt, dann kommt man der Schwarz-Rot-Blog oder im Internet unter www.schwarz-rot-blog.de. Meine Gedanken, also ich bewerte die Spiele halt schon ein bisschen mit aus journalistischer Sicht, weil ich nebenbei für die Zeitung schreibe, aber natürlich auch so gefühlsmäßig, wie es dann damit geht, wie die Stimmung im Stadion ist und das lasse ich immer einfließen. Aktuell sind es halt ein bisschen weniger Posts, weil ich in der Prüfungsvorbereitung stecke. Es gibt halt ab und zu immer mal nochmal so eine Nachanalyse von einem Spiel oder eine Vorschau auf ein Derby. Das sind einfach so die Grund. Also so eine bunte Mischung halt aus ein bisschen normalen Bericht und auch aus Fansicht. Thomas, ihr könnt dem Flo jetzt gerne was fragen. Jetzt ist er da, gerade raus aus dem Bauch. Also was ich schon mal gerne immer wissen wollte, ist, ob bei einem Profi auch irgendwie mal der Gedanke kommt, warum bin ich eigentlich Profi geworden? Hätte ich doch lieber was anderes gemacht. Ja, das ist, da fragst du jetzt wieder den Falschen, weil ich hab das Privileg gehabt, dass ich mein Hobby zum Beruf machen genau, also habe ich das jetzt aus der Sicht nicht. Also ich bin froh, dass ich so Profi geworden bin und genieße es auch jeden Tag, so lange es wert. Und ja, dementsprechend, du fragst leider Falschen. Juli, Frage von dir an Männer. Das ist immer so voll die Standardfrage, aber gefällt es dir beim FC? Also ich meine, das ist ja, wenn man von anderen Vereinen hört, so, dann geht es total familiär zu und beim FC ist ja eigentlich jetzt auch nicht so schlecht, finde ich. Wie gefällt es dir bei uns? Ja, ich bin ja Rosenheimer, ich bin ja Bayer, also dementsprechend ist es natürlich für mich, also ich sehe das dann doch nur ein bisschen heimatverbunden als vielleicht irgendjemand anders. Also dementsprechend ist das ein Verein, mit dem ich mich absolut identifizieren kann und dem ich dann eben auch ein Stück weit irgendwas zurückgeben kann, zurückgeben will. Und ja, also da stellt sich bei mir nicht die Frage, ob man jetzt irgendwie irgendwo anders spielen möchte, sondern ich bin jetzt aktuell bin ich da und ich habe hier einen Vertrag und der Vertrag beinhaltet einmal, dass ich hier volle Leistung bringen muss und da bringe ich auch. Und dementsprechend fühle ich mich ja wohl. Das ist schön. Ich finde ja den bayerischen Dialekt übersympathisch gerade. Gestern mit lauter Preisen in der Allianz Arena und jetzt endlich wieder bayerische Menschen. Schön. Also wir können von mir aus die Moderation auch auf bayerisch halten. Das ist überhaupt kein Problem. Ja, bitte. Flo, vielleicht jetzt auch nochmal die Frage dahingehend, weil es ja doch ein recht junger Verein ist. Der Verein ist immer noch in der Entwicklung, wird er auf absehbare Zeit immer noch sich weiterentwickeln müssen. Wie wichtig ist der Punkt für dich, dass du sagst, da möchte ich dabei sein, ich möchte dieses Stückchen Geschichte, das jetzt gerade geschrieben wird, ein bisschen mitschreiben so ein Stück weit? Ja, das war ja auch ein Grund, also, beziehungsweise es war nicht der Grund, das war ja Unterhaltungsgrund damals, als ich mich mit Thomas Link und mit Thomas Oral in Kösching an der Tankstelle getroffen habe, wo es darum gegangen ist, dass sich der Verein das vorstellen kann, dass ich hier spielen darf. Und da war das auch immer, dass es darum gegangen ist, dass man hier einfach was entwickeln kann und auch entwickeln muss. Und da habe ich gleich gesagt, mit der Aufgabe im Rücken, da ich mich ganz gut, es kann ich mich wohlfühlen und da werde ich gerne meinen Teil dazu beitragen. Und das war der Grund, warum ich auch hierher gegangen bin. Gibt es denn da von dir Fragen?
Bei mir drauf haben die Fans. Ja, nein. Eigentlich nicht. Ich hoffe bloß, dass ihr regelmäßig im Stadion sind. Unabhängig von der Leistung, wie das ja teilweise nicht immer so einfach ist, dass man das zu 100% abliefert. Aber der Wille und auf alle Fälle da ist nicht verloren. Und wie gesagt, die Mannschaft, die braucht euch. Und der Verein, der braucht uns gemeinsam, die Mannschaft und die Fans. Maxl, vorher schon angesprochen, mit deinem Job, du bist ja seit Jahren dabei. Ich habe schon in der Regionalliga nach Reutlingen gefahren oder wohin auch immer. Wie hast du die Entwicklung jetzt die letzten 5, 6 Jahre beim FC Ingolstadt erlebt? Ja, ich finde, es ist eine sehr positive Entwicklung, ist wie sie bisher gelaufen ist, auch mit dem jetzt nach dem Wiederaufstieg und die zwei, jetzt vor nach diesen zwei extrem harten Jahren mit diesen wirklich grottenschlechten Hinrunden in der zweiten Liga, ist es diese Saison wirklich, wenn man es insgesamt betrachtet, eine sehr gute Saison. Und jetzt soll es die Mannschaft immer super zu Ende spielen und dann schauen wir mal, was wir nächstes Jahr, in welche Richtung man geht. Aber es ist auf jeden Fall ein ganz guter und wichtiger Schritt in die Zukunft, dass man jetzt dieses Jahr eine Saison spielt, wo man nicht unbedingt jetzt die Punkte in der laufen muss, dass man Klassenerhalt schafft. Und für die Fans hier ist natürlich auch, es ist immer schon leider das Umfeld so, dass es sehr erfolgsabhängig ist. Das heißt, wenn die Mannschaft gut spielt, dann ist gegen Hertha, haben viele Leute da, wenn schlecht spielen, haben weniger da. Und es liegt aber zum Teil natürlich auch an der Mannschaft. Wenn die Mannschaft konstant da wirklich kämpferisch gute Leistung abliefert, wo es ja schon allen so der Fall war, dann werden natürlich an demnächst mehr Leute ins Stadion kommen und auch konstant viel Leute. Das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Schritt für die nächste Zeit für den FC Ingolstadt, finde ich. Die Konstanz überhaupt, wie erlebst du den Zuschauerzuspruch? Gegen Duisburg war es jetzt natürlich aufgrund auch der Spiele davor jetzt nicht so berauschend. Gegen Hertha auf einmal wieder fast 10.000 Leute da, wie der Max richtig gesagt hat. Wie erlebt man ja als Spieler dieses Auf und Ab, wenn sie das Glück können, vorstellen, fühlen euch das ja abholen lassen. Ja, wenn wir dürfen, wir wollen es nicht wissen, wir dürfen jetzt nicht kurzfristig von einer Woche oder zwei Wochen jetzt denken, sondern man muss einmal schauen, was war denn vorher eigentlich. Also ich habe ja an dem Stefan Leitl ganz oft drüber geredet und der sagt, es hat auch die Zeiten gegeben, wo er nach Ingolstadt gekommen ist, haben es vor 400, 500 Zuschauern gespielt und jetzt mittlerweile sind es ja bei 15.000 Zuschauer im Heimspiel, im Schnitt. Also das, wenn man von Entwicklung redet, dann muss man sowas betrachten und nicht von, warum sind jetzt gegen Duisburg weniger Leute als gegen Grün, sondern da geht es um eine Kontinuität, die man da reinnehmen muss. Und ich glaube, dass das wirklich mit der Zeit einfach auch wächst. Und das muss auch wachsen. Und da macht man riesen Fehler, wenn wir jetzt von einer Woche auf die andere das Diskutieren anfangen. Thomas, wie können die Fans eine Kontinuität reinbringen, dass vielleicht da ihr im Umfeld bei euren Bekannten den einen oder anderen im Stadion? Wie sind da so immer die Resonanz? Es ist halt immer schwierig, also gerade auch in der Arbeit. Es ist auch so, dass halt einfach viele eingefleischte Bayern-Fans sind, Nürnberg-Fans sind oder Augsburg-Fans sind. Da tun wir uns halt ein bisschen schwer in der Region, die dann auch wirklich zu mobilisieren, dass sie mal eine Fingerstadt anschauen. Aber ja, man kann es ihnen immer nur anbieten, mal doch mitzukommen, weil meistens sind ja die Leitungen eine schlechte Mannschaft. Es gibt natürlich auch mal grottenschlechte Spiele, da würde man sich dann eigentlich schämen, dass man jemanden mitgenommen hat, muss man mal ganz ehrlich sagen. Aber es ist echt schwer, also gerade in unserer Region, weil halt viele andere Vereine, große Vereine, die es schon länger und sehr lange gibt, und jetzt die Fankultur sehr groß gewachsen ist, aber in der nahen Region halt einfach sind. Julia, wie ist es bei dir im persönlichen Umfeld, vielleicht auch bei den Arbeitskollegen? Also, mein Papa ist erfolgreich zum FC-Fan erzogen worden jetzt. Nachdem er 2008 den Fehler gemacht hat, mit mir zum Stadion zum gegen Kaiserslautern, ja, ne, jetzt hat er auch da Karten. Ja, meine Arbeitskollegen, man kommt bloß immer so, sagen, hey, kommt's mal mit und so. Die waren jetzt ja gestern alle im Stadion in Minga und dann, naja, ist ein bisschen schwierig zum sagen, okay, jetzt Wasser, dann Braunschweig. Aber so natürlich probiert man immer wieder die Leute mitzunehmen und zum sagen, hey, kommt mal mit, schaut euch das an, das ist ganz anders wie ihr meint. Und eigentlich ist es voll cool beim FC, aber man kann halt auch nicht mehrere machen, wie die anderen schon gesagt haben. Entweder sie gingen mit und finden es gut oder sie gingen mit und finden es nicht so gut. Aber meistens, wenn man es mitnimmt und Mannschaft spielt gut, dann passt es auch. Ja, wir vom Fanrat haben jetzt auch nochmal so eine Aktion zusammen mit dem Verein gestartet. Nach Sandhausen kann man für 15 € fahren, inklusive Seidenschal.
Ja, wer da dann nicht mitfahrt, dem kann ich auch nicht mehr helfen. Also 15 Euro plus einen Schal nach Sandhausen. Leute, anmelden. fanrad@fcingolstadt.de. Also es war eine klare Ansage. Flo, Auswärtsspiele in Regensburg waren es, glaube ich, 600, die dabei waren. Das ist ja auch nochmal so ein kleiner Fingerschnipp, wo man Spieler dann so das ein oder andere Prozent vielleicht nur in der kritischen Phase dann rausholen kann, wenn die Unterstützung auch da ist bei Auswärtsspielen, oder? Ja, das habe ich ja vorher gesagt. Also da ist ja wurscht, ob du Auswärtsspiel sind oder warm, in dem Moment, wo du das Gefühl hast, dass die Leute das wirklich interessiert, was du machst und das auch wirklich dann eine Nachhaltigkeit hat. Also wenn ich ja von 34.000 mache, dann macht das natürlich wesentlich mehr Spaß und gibst du da wirklich schon auch anders. Also ein bisschen früher ist, wenn du jetzt halt die Zuschauer permanent in den Auto ziehen kannst. Und, aber wie gesagt, das ist ein Schritt in der Entwicklung von dem Verein und das dauert einfach seit Zeit, bis das einfach auch alles ein bisschen gefestigt hat in sich und wie gesagt, ich bin mir sicher, dass wir da in 5 bis 10 Jahren anders da sitzen. Die Facebook-Fans werden jetzt immer mehr. Auf der Seite vom FC Ingolstadt, ich glaube, es sind über 17.000. Ein paar haben auch ein paar Fragen gestellt, die sich vor allem Flo. Möchte dir jetzt gerne mal die eine oder andere stellen. Der Philipp zum Beispiel wollte fragen, weil du hast ja auch schon das ein oder andere Stadion in deiner Welt erlebt. Wie findest du einen Außensportpark, wenn du die anderen Zweitliga-Zweiten verbleibst? Also da muss ich ganz ehrlich sagen, da fällt mir direkt ein, wo ich das letzte Mal hergekommen bin und den Vertrag unterschrieben habe, wo ich hier vorne eingebunden bin an der großen Breitbahn herkomme, habe ich mir gedacht, wow, das ist echt nicht schlecht. Also mit der Glasfront und das Stadion, das macht irgendwas her. Und jetzt, wenn man zum Beispiel schaut, wie es halt jetzt in Regensburg war oder jetzt, wenn man nach Aalen fährt, dann sind das natürlich schon Quantensprünge, da brauchen wir uns drüber unterhalten. Das Erzgebirgsstadion, zum Beispiel die Sabrina ist Erzgebirge Aue-Fan. Vorletzte Saison ist ja in Aue, wo du ja auch schon mal unter Vertrag warst. Die fragt, könntest du dir vorstellen, wieder bei Erzgebirge Aue zu sein? Ja, vorstellen kann ich mir grundsätzlich mal alles. Das ist ja mal ganz klar, aber es geht in erster Linie darum, dass ich, wie gesagt, hier bis 30.06. Vertrag habe und der Chef von mir verlangt, dass ich mir jetzt reise. Und das habe ich auch vor. Und ja, über alles andere kann man sich dann unterhalten, wenn der Vertrag zu Ende ist. Ja. Vertragssituation, was ist da momentan Stand der Dinge? Ja, Stand der Dinge ist, dass ich bis zum 30.06. Vertrag habe. Und dann? Und dann nicht. Okay. Gehen wir da noch nicht mehr dazu? Ja, da gibt es nicht mehr dazu sagen. Also, ich habe jetzt zwar mit Thomas Linke schon mal ein Gespräch gehabt, aber da ist jetzt nicht so viel dabei rausgekommen. Also dementsprechend bin ich ab 30.06. ablösefrei und ja, dann muss man wieder schauen, wo man bleibt. Das heißt, die Zeichen stehen eher auf Abschied. Also wenn man so deuten kann, dann schaut es momentan so aus, als wie wenn man den Vertrag nicht verlängert. Ja. Okay. Ja, das ist, glaube ich, brandheiße News. Wir sehen den Daumen nach unten, Juli. Was sagen wir dazu? Ja, hallo, Derby-Held, Vertrag, was ist los? Ja, ich würde gerne da bleiben. Der Familie gefällt es, die Kleine geht da in den Kindergarten. Ich bin daheim quasi, also an mir liegt es nicht, Juli. Schön, Herr Linke, auf geht's. Los jetzt. Geht gar nicht. Nichtsdestotrotz haben wir noch die eine oder andere Frage von einem Facebook-User. Jetzt haben wir gestern gerade Bayern gegen Barcelona gesehen. Der Florian möchte wissen, wer ist denn dein fußballerischer Vorbild? Ja, ich habe kein fußballerisches Vorbild, aber irgendwie so ein Franck Ribéry zum Beispiel, was der jetzt der Kanzler bei Bayern ist. Also Karin habe ich 2 Jahre den Bayern so richtig gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber seit der bei Bayern ist, was der da abliefert, das ist einfach, also das ist für mich annähernd die, ja, nein, das ist Weltklasse. Das ist auf der Position einfach Weltklasse, was der da spielt. Und dementsprechend freue ich mich immer, wenn die Bayern spielen, weil ich dem dann zuschauen kann, wie der Fußball spielt. Der Tobi, nächste Frage von einem Facebook-User. Wie ist das für dich? Wird man in Ingolstadt, wenn du zum Einkaufen gehst, wenn der Fritz zum Bäcker, wird man da Obstkocher drauf? Wie schlecht oder wie gut man wieder gespielt hat am Wochenende? Ja, ich gehe nicht zum Einkaufen, das muss ich auch drauf. Aber nein, es kommt schon mal vorkommen, wenn ich beim Tanten bin oder was, dass da nochmal jemand kommt. Aber das, glaube ich, liegt eher am Kennzeichen, am INFC, dass die dann welche Ohren, ich glaube nicht, dass die kennen. Aber das kommt schon mal vorher. So, ihr Lieben, wie schaut's aus? Haben wir die eine oder andere Frage an den Flo, außer dass er nochmal Gespräch mit Thomas Linke suchen soll?
Thomas? Also von mir aus ist das eigentlich keine Frage. Wer ist jetzt am Ort? Ja, Flo, du hast ja vorher bei Mainz 05 gespielt in der ersten Liga. Ist das für ein Spieler eine große Umstellung, jetzt von der Bundesliga in die zweite Liga zu gehen? Oder wie war da so der Übergang für dich jetzt? Meinst du sportlich, oder? Spielerisch, ja. Also als Spieler, wenn man einfach von der ersten in die zweite Liga geht. Ja gut, ich meine, ich hab's ja schon kennt, also mein größten Teil der Karriere habe ich in der zweiten Liga gespielt und in der ersten Liga. Also dementsprechend war das jetzt für mich kein komplettes Neuland nicht, aber man muss sich natürlich schon, also bei mir war es halt so, ich bin ja ins Wiederkämer im Januar und hab dann ja auch direkt funktionieren müssen und das ist natürlich dann so eine Aufgabe, die man dann vorgesetzt kriegt, dass man innerhalb kürzester Zeit an die Mannschaft gewohnt, an seine Mitspieler gewohnt, auch mit dem Umfeld sich auseinandersetzt. Also das normalerweise, was normalerweise ein paar Monate dauern sollte, das muss halt da innerhalb kürzester Zeit gehen. Also dementsprechend war der Anfang für mich schwer, aber jetzt nichts Neues in dem Sinne. Juli, was gehen wir immer mit auf den Weg für das nächste Gespräch beim Thomas Linke? Für das nächste Gespräch beim Thomas Linke. Bitte, bitte, bitte. Also, wäre sehr traurig. Aber wenn das nicht hier haut, dann trinken wir auf jeden Fall nach dem Köln-Spiel ein Bier miteinander, okay? Ja, das kann ich jetzt doch nicht sagen. Okay, Apfelschorle. Ja, genau. Der Flo ist ja grundsätzlich einer, der die bayerische Mentalität hat zum Schätzen was. Mal ein paar Weißwürst. Die kommen schon einmal auf den Teller, oder? Ja, ist ja klar, das gehört dazu. Also, wenn wir jetzt nicht gerade spielen am Sonntag, dann gibt es meistens Weißwürst, das ist tatsächlich so. Und ja, das ist sowas gehört auch gepflegt. Also, wie gesagt, ein bisschen Bayern ist das schon immer gerade ein wenig kleiner Schmankerl, und das gehört einfach auch gepflegt. Ich glaube, das ist ein tolles Schlusswort. Meine Lieben, ich bedanke mich sehr herzlich bei euch. Thomas, Maxl, Juli, bei diesem tollen Wetter. Macht noch was draus. Vielleicht wird der Grill noch abgeschmissen. Oder Rasen machen. Du, bei dem Wetter, was machst du heute noch mit deiner Familie? Was ich heute noch mache, ich fahre jetzt schon mal irgendwie als Cannabis. Und weiß nicht, was meine Frau mit der Tochter noch macht, keine Ahnung. Ich mache halt nichts mehr. Und dann bei Dortmund gegen Real Madrid. So schaut's aus. Okay. Dann wünsche ich euch und uns allen einen guten Freitag, einen Sieg gegen Braunschweig, damit man jetzt feiert wird im alten Sportpark. Ich glaube, das ist immer ganz, ganz wichtig. Wer nicht im Stadion sein kann, uns alle im Fernsehen aufschauen kann, der kann es dann bei mir am Radio anhören. Und in diesem Sinne sage ich danke fürs Zuschauen. Macht es gut. Servus. Grüß euch. Servus. Tschüss. Ciao.